Clio ist eine der neun griechischen Musen und die haben alle eine Funktion. Und Clio ist dabei die Muse der Geschichtsschreibung. Und Geschichte ist auch immer ein Spiegel unserer Gesellschaft bzw. unserer Gegenwart. Und deswegen habe ich mich für diesen Namen entschieden, denn auf meinem Kanal geht es eben darum, wie unsere Gegenwart, unsere Gesellschaft mit Geschichte umgeht und auch wie die Geschichtswissenschaft als Wissenschaft funktioniert. Die zwei wichtigsten Gründe sind auf jeden Fall, dass ich mir eine andere Wissenschaftskommunikation über die Geschichtswissenschaft wünsche. Also nicht immer nur diese Geschichten aus der Vergangenheit, wie ich das nenne, also irgendwann ist irgendwo irgendwas mal passiert, sondern eben zu erklären, okay, was ist eigentlich Geschichtswissenschaft? Also wirklich Betonung auf Wissenschaft, wie funktioniert sie, wie sind ihre Methoden, wie kommt man eigentlich zu den Erkenntnissen, weil ich das auch schon im persönlichen Umfeld erlebt habe, dass mir Leute die Wissenschaftlichkeit abgesprochen haben, so nach dem Motto, du bist ja keine richtige Wissenschaftlerin, du stehst ja nicht im Labor. Und dann habe ich gedacht, okay, nein, ich bin auch Wissenschaftlerin, nur mache ich halt was anderes. Das war auch eine praktische Entscheidung, weil es ist ein Freizeitprojekt, wofür ich kein Budget habe. Und ich habe aber ein relativ gutes Smartphone, mit dem ich auch ganz gut Bilder machen kann und auch kleine Videos natürlich auch aufnehmen kann. Und dann habe ich mich einfach entschieden, okay, da habe ich das technische Equipment für und dann versuche ich es halt darüber. An sich ist die Resonanz sehr positiv, also sowohl Leute innerhalb des Faches finden das toll, so nach dem Motto, ey, endlich erklärt das mal jemand ordentlich, aber auch außerhalb des Faches habe ich schon positive Rückmeldung bekommen. Was doch schwieriger ist, das merke ich auch, ist, dass die Herangehensweise, wie ich das mache, manchmal nicht so gut bei den Leuten in dem Sinne ankommt, dass sie erstmal den Schritt gehen müssen und sich darauf einlassen müssen, was ich eigentlich erzähle. Also die meisten Leute verstehen unter Geschichte halt, okay, es erzählt ihnen jetzt jemand eine Geschichte aus der Vergangenheit, aber das gibt es so gut wie gar nicht bei mir. So, und deswegen habe ich auch schon mal einen Kommentar bekommen, der gesagt hat, oh, ich dachte, auf seinem Kanal geht es um Geschichte, obwohl es darum ja eigentlich auch geht. Aber die Person war damit anscheinend nicht zufrieden. Aber so ist es halt. Es gibt ja für alles eine Zielgruppe. Und dann wird die Person bestimmt woanders glücklicher mit Geschichtscontent, sage ich jetzt mal. Erstmal hat der Kanal mir auf jeden Fall ein sehr großes, sag ich mal, Netzwerk an Leuten gebracht, die auch kommunizieren. Vor allem aus der Geschichte, aber auch aus anderen Fächern. Weil es ist einfach schön zu sehen, was man halt noch machen kann, weil jede Person geht da ja doch irgendwie anders dran und mit einer anderen Perspektive oder ein anderes Thema. Ich nutze das auch bei Bewerbungen, sofern es passt, um dann zu sagen, hier habe ich schon mal was in der Richtung gemacht und dann vor allem auch der Spaß natürlich an der Sache überhaupt, sonst würde ich das gar nicht machen.